Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Pandora's Tower. Wenn ihr euch erinnern könnt, wir waren das letzte Mal in dieser Tür hier, in dieser einen Tür da drin. Ja, das war anscheinend die falsche Tür, denn ich habe mich jetzt hier umgesehen und habe hier eine zweite Tür entdeckt, die ich das letzte Mal nicht entdeckt habe. Und diese Tür werde ich jetzt besuchen. Aha, interessant. Und da sind wieder ein paar. Viecher, die mir leider Gottes die Energie rauben. So. Ja. Okay, Leute, ich werde das Ganze offscreen machen und wir sehen uns dann wieder. So, Leute, willkommen zurück bei Pandora's Tower. Ich habe mich hier jetzt durchgeschlagen, habe locker 10 Versuche oder sowas gebraucht, oder 2 Versuche. Wollen wir mal nicht so übertreiben. 2 Versuche habe ich gebraucht, bis ich diese Biester endlich los hatte. Jetzt ist hier noch eine Tür, die ich gefunden habe. In die werden wir jetzt mal reingehen und schauen mal, was wir hier finden. Aha. Oh Gott. Nein. Das lasse ich nicht nochmal versuchen. Muss ich jetzt nochmal sterben. Das geht nämlich gar nicht. Guck doch das mal an, ey. Woher kommen die Viecher? Nein, Scheiße. Oh Gott, nein, von wo kommen die Viecher? Scheiße, lasst mich in Ruhe. Gott, ich hab Angst. Ich hab scheiß Angst vor den Viechern jetzt, Alter. Da war sind Violetter dabei. Und das heißt meistens, dass die ziemlich stark sind. Die Violetten sind immer sehr stark. Nein, nicht schon wieder irgendwelche. So, den brauchen wir nicht. Nein. So, jetzt habe ich natürlich keine Dinge mehr, keine Medizin, weil ich alles verbraucht habe. So, sehr scheiße. So. Jetzt gehen wir hier mal drüber. Okay, verstehe. Muss man wieder. Scheiße, das hat mir erst wieder wehgetan. Na toll. Na gut, egal. So. Oh nein, nicht schon wieder. Gut, das wird es wahrscheinlich ein Fehl werden. Weil ich sehe schon, wenn die Viecher hier sind, dann... Oder? Ja, wir sind weiter. Na schön. Das wird lustig, Freunde. Ich bin mir schon ziemlich sicher, was ich hier jetzt empfehlen würde. Ja.
Aber ich habe keinerlei Energie mehr. Keine Energie. So sieht's aus. Leute, ich werde das Ganze wieder offscreen machen. Ich blicke mich hier jetzt im Moment nicht durch. Ich kann leider nur ab dem letzten Meilenstein hier wieder hinkommen. Ja, das heißt wohl, ich muss mich hier wieder durchschlagen. Wir sehen uns dann, wenn ich es so weit geschafft habe, dass ich sagen kann, okay, wir können hier weiterspielen. Hier warten wirklich jede Menge Gegner auf uns und ja. Ich blicke mich hier im Moment noch nicht ganz durch, aber ich werde mich hier durchschlagen. Also dann, Leute. Bis dann. So, Leute. Ich bin wieder hier, habe es geschafft, diese Geister zu vernichten. Und nun bin ich hier bei der ersten Kette, die ich zerstören kann. Und ja, die ist noch nicht ganz zerstört. Ein Schlag noch und sie ist tot. So, eine Kette ist noch übrig. Es ist schwierig. This book should have what Elrin needs. Eieiei. That hurts. Oh, I got it. Mein Gott, Helena, was tust du für ein Blödsinn? Meilenstein erreicht! Na Gott sei Dank! Was für ein Glück wir doch haben! So, ihr seht, ich habe es geschafft. Oh je, da ist schon wieder so ein Vieh. Mein Gott, wieso gibt ihr nicht auf? Wieso geben diese Viecher nicht auf? Was ist das? Diese Viecher sollten auch nicht aufgeben. Meiner Meinung nach. So. Jetzt ist aber Schluss mit lustig. So. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft, diese Viecher zu vernichten. Ich habe natürlich leider wieder ein bisschen an Medizin brauchen müssen. Aber ja. Das war mutig. So, was auch immer hier ist, auf uns wartet noch. Hoffe mal, dass hier nicht wieder irgendwelche miesen Gegner auf uns warten. Ihr seht ja selbst, die Gegner in den erhöhten Tempeln fügen einem schon mächtig viel Schaden zu. Deswegen ist es immer ratsam, Medizin bei sich zu haben. Und ja. Was haben wir denn hier gefunden? Blut, rote Bestien. Willkommen in der Grube. Eure Aufgabe besteht darin, die Bestien mit den roten, formbaren Körpern zu untersuchen. Vergesst aber nicht die immensen Größen dieser Kreatur. Ihre Körper schrumpfen, wenn sie schwächer werden, und dehnen sich aus, wenn sie an Kraft gewinnen. Im schwachen Zustand nehmen sie Reis aus, wenn sie euch sehen. Es ist also wichtig, sie immer gut zu füttern. Geht aber nicht so großzügig mit den Futtervorräten um. Sie fressen alles, was kleiner ist als sie selbst. Wenn sie euch also über den Kopf wachsen, werdet ihr für sie auch appetitlich. Dies ist kein einfaches Forschungsfeld und ich hoffe inständig, dass ihr länger durchhaltet, dass der arme Tropfen zuletzt der Stelle begleitet. Okay,
Damit sind wohl wahrscheinlich die Geister gemeint, die ich vorher besiegt habe. Und ja, ich sehe schon, ich brauche wieder Medizin und ich habe keine mehr. Okay. Scheiße, habe ich all meine Medizin verbraucht? Oh nein. Nicht schon wieder so ein Vieh. Nein, lass mich in Ruhe. Okay, also mit denen können wir nirgendwo hin. Passt auf diese violetten, auf die violetten Monster, die sind etwas hartnäckiger, sie sind böse und gemein. Und ja, so sehe ich wieder so ein Vieh. Alter, wieso zieht der nicht? Wieso zieht der Typ nicht? Sollte doch mal ziehen. Ja, genau so. Mein Gott, der ist hartnäckig, der Typ. Hat echt viel Kräfte. Das ist Wahnsinn, oder? Wie viel Kraft er hat. Anschauen, endlich. Sekret, naja. Kann ich nicht unbedingt brauchen. Okay. So, hier ist mal nichts mehr. Hier ist nichts mehr, worauf ich mich einlassen könnte. Gut. Muss irgendwie schauen, dass ich an Fleisch komme. So, hier waren wir am Anfang. Aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie noch etwas machen können. Diese Tür geht weiterhin nicht auf. Sehr seltsam. Okay, dann gehen wir wieder raus. Gehen wir hier mal hin. Hier gibt es nichts mehr. Okay. Ich werde zurück ins Observatorium gehen. Und werde mal nach Helena gucken, was jetzt los ist bei ihr. Ja, vielleicht ist hier irgendwas passiert in der Zwischenzeit. Ich muss auf jeden Fall zu einem Turm und muss hier Fleisch beschaffen. So, dass der Fluch noch länger anhält. Gut, ausruhen. Sieben Stunden. Gucken wir noch darauf. Mal schauen, was wir hier finden. Ah ja.
Wie über Bestienfleisch, die Macht des Fleisches, das verzehrt werden muss, um den Fluch in Schach zu halten, ist unabhängig von der Menge. Wenn ich nur ein Stück esse, verwandle ich mich zurück in meine menschliche Form. Je frischer es ist, desto stärker wird es. Auf diese Art behalte ich meine menschliche Form länger bei. Außerhalb der Türme, das Fleisch trocknet aus und kann nicht in der Truhe gelagert werden. Marvla kauft alle übrigen Fleischreste, fragt mich aber nicht, wozu sie sie braucht. Ja, das frage ich mich eigentlich mitunter auch immer, wofür braucht sie eigentlich das Fleisch? Aber vielleicht erfahren wir es, wenn es gegen Ende des Spiels geht. Aber noch sind wir nicht so weit. Der Keller. Es gibt hier viele Bücher und andere Dokumente. Manche von ihnen sind sehr alt. Es müssen welche unter ihnen sein, die es sich lohnt aufzubewahren. Es lohnt sich, nach diesen Texten zu suchen. Ja, vielleicht wäre das wieder Gesprächsstoff oder Lesestoff für Marvda. Gucken wir mal, ob sie etwas davon brauchen kann und übersetzen kann vielleicht. So, guten Tag, Marvda. Na, Lesestoff, ja, gibt's denn mal. 300 Lego. Ja, bitteschön. Zeit, den Laden aufzumachen, ja. Naja. Reden will ich jetzt gerade nicht. Ich wollte dir nur Lesestoff bringen, dass du wieder etwas zu lesen hast im Bett, wenn du schlafen gehst. Wenn du überhaupt noch schläfst. So, jetzt gucken wir mal, was wir bei Helena machen können. Vielleicht können wir mit ihr drin reden. Naja, die Schicksalskette und Bedeutung der Kette, interessant. Be sure to bring me any more texts you need translated. All right, Aaron? You never know if there's something useful written in there. I'm always happy to help. Don't do anything stupid out there, all right? Come back here if it gets too dangerous. She's asleep. I still enjoy singing. It's just, I don't think my heart's in it anymore. I mean, I like it. But every time I start to sing, I'm reminded of that time. Okay. Ja, ein Fleisch habe ich im Moment nicht. Zuneigung wächst. Frische Küchlein. Naja. Gut, danke dir, Helena. Sehr schön. Sehr nett von dir. Gut, Leute, ich werde offscreen natürlich versuchen, den Fluch weiterhin irgendwie zurückzudrängen, indem ich noch ein bisschen Fleisch sammle. Also wundert euch nicht im nächsten Part, wenn die Zeit wieder etwas mehr geworden ist unten. Ja, das liegt eben daran, dass ich offscreen wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen Fleisch sammeln werde und das Helena geben werde, so dass der Fluch etwas zurückweicht, weil wir doch nur noch sehr wenig Zeit haben. Und ja. Ich würde mal sagen, ich beende hier den Part somit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es hier ein paar Unterbrechungen gab. Aber gut, das Spiel an und für sich finde ich etwas zu schwer gemacht. Also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich finde das Spiel etwas zu heftig. Also bis die Meilensteine kommen, das hätten sie ruhig ein bisschen besser machen können, die Entwickler. Die Meilensteine kommen einfach viel zu spät. Und was ich auch noch schlecht finde, ist, dass die Gegner wirklich so viel Schaden schon machen, dass man teilweise wirklich schon in den niedrigen Türmen sogar schon Medizin schlucken muss, dass man die Energie wieder auffüllt. Und dass die Gegner meistens so lange brauchen, bis sie wirklich mal down sind. Also das hätten sie echt ein bisschen leichter machen können. Aber ja. Wie dem auch sei, ich werde versuchen, mich hier weiter durchzukämpfen durch das Spiel. Es kann natürlich sein, wenn es mal zu schwierig werden sollte und wenn ich mal nicht weiter weiß oder so, oder wenn ich mal denke, scheiße, weiter schaffe ich es wahrscheinlich nicht, dann kann es vielleicht durchaus sein, dass ich vielleicht das Let's Play auch abbrechen muss. Ich warne euch schon mal vor, dass es vielleicht passieren könnte, muss aber nicht, wenn ich es
Wenn ich es wirklich bis zum Ende schaffe und wenn die Gegner nicht allzu schwierig werden, aber ja, ich werde auf jeden Fall mein Bestes versuchen. Jedenfalls, das war's von meiner Seite aus mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, bis zum nächsten Part, macht es gut und auf ein Wiedersehen. Bye bye.